Hey, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Früher ist mir oft passiert, dass ich das Chartbild von vornherein perfekt analysiert hatte und dann kurz bevor der Preis nach oben gestiegen ist und ich eine Long-Position aufgemacht hatte, ausgestoppt wurde. Das war super frustrierend. Ich habe also sehr, sehr viele profitable Trades verloren, obwohl ich sie eigentlich hätte gewinnen sollen, wenn mein Stop-Loss richtig platziert worden wäre. Also wusste ich, ich musste irgendetwas an meiner Stop-Loss-Gestaltung ändern und habe mir dann einen Indikator gesucht, welcher die Volatilität des Marktes abbildet, womit ich somit meinen Stop-Loss präziser und genauer, vielleicht sogar besser bestimmen konnte. Heutzutage nutze ich dafür den ATR. Falls dir das noch nicht sagt, heute wird es um diesen Indikator gehen. Ich werde von Grund auf erklären, was dieser Indikator bedeutet, wie er anzuwenden ist und dann werden wir uns im Chart anschauen, wie man mit dem ATR einen weitaus besseren Stop-Loss platzieren kann und somit seine Trades häufiger gewinnt, weil man weniger ausgestoppt wird. Starten wir damit, also rein nach dem Intro. ATR oder auch ausgeschrieben Average True Range, im Deutschen kann dies übersetzt werden mit wahre durchschnittliche Schwankungsbreite, ist ein Indikator für die Volatilität des Marktes in der aktuellen Zeiteinheit. Dieser zeigt dir die Volatilität und die Schwankungsbreite ein, die du mit diesem Indikator bestimmen kannst. In der X-Station findest du den unter Indikatoren und dann gibst du einfach ein RTR. Hier steht dann auch sowas wie durchschnittliche Reichweite. Hier können wir dann noch die Periode des ATR auswählen. Ich nutze dort generell die Periode 14. Dieser wird dann unterhalb deines Chartbilds hier eingezeigt. Hier siehst du dann die Volatilität, wie sie hoch oder runter gegangen ist, innerhalb der Zeitspanne, die hier unten eingestellt ist. Beziehungsweise du kannst natürlich auch rein und raus zoomen. Ganz, ganz links unten, und das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn du aktuell tradest, siehst du den ATR, also die Average True Range in Pips angezeigt. Bedeutet, wir haben hier 0,0019 Average True Range, was das gleiche sind wie 19 Pips True Range. Das heißt, die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 14 Kerzen waren 19 Pips. Das wird gleich sehr, sehr wichtig sein. Die Average True Range ist aber, wie es hier steht, unterschiedlich für jede Zeiteinheit. Ja, das heißt, wir gehen mal auf den 1-Stunden-Chart, das heißt, wir waren gerade auf dem 4-Stunden-Chart, merken, da war die Average True Range bei 0,019, also 19 Pips. Und wenn wir jetzt auf den 1-Stunden-Chart gehen, dann hat sich das geändert und wir sind hier nur noch bei 10 Pips. Auf dem 5-Minuten-Chart sind wir schon nur noch bei 3 Pips Average True Range. Auf dem Tageschart hingegen sind wir bei 44 Pips. Das heißt, ihr seht, desto höher wir in der Zeiteinheit gehen, desto höher ist auch der ATR. Macht natürlich Sinn, weil desto höher wir in der Zeiteinheit gehen, desto größer sind natürlich auch die Kursschwankungen und dann haben wir natürlich eine größere Schwankungsbreite. Dieser Indikator kann uns aber auf jeder Zeiteinheit auf jeden Fall behilflich sein. Dieses Video ist gesponsert von XTB. XTB ist der Broker, den ich zurzeit für mein eigenes Trading und für meine Chartanalyse, wie du bereits in diesem Video gesehen hast und noch weiterhin im Video sehen wirst, auch selber nutze. Nicht nur der Broker, sondern auch XTBs persönlich und individuell anpassbare Trading Station ist sehr, sehr übersichtlich, wie du heute im Video bereits sehen konntest. Dazu lässt sich XTB zu extrem günstigen Konditionen handeln und das über 5800 Finanzinstrumente. Du wirst dir also keine Sorgen machen müssen, dass etwas, was du handeln möchtest, nicht dabei ist. Schau doch gerne unten in die Videobeschreibung, dort habe ich dir einen Link zu XTB verlinkt, worum du noch eine kostenfreie Aktie nach deiner ersten Einzahlung bekommst. Vielen Dank an XTB fürs Sponsoren dieses Videos und nun geht's natürlich weiter mit dem ATR. Nun möchte ich dir zeigen, wie du den ATR nutzen kannst, um bessere Stop-Loss-Positionen einzustellen. Wir schauen uns das Beispiel mal hier an. Wem es vielleicht schon aufgefallen ist, ja, wir haben hier einfach ein sehr, sehr schönes W-Pattern. Ich zeichne das Ganze nochmal ein, damit das Ganze hier ersichtlicher wird. Ganz schnell eingezeichnet. Schönes W-Pattern hier. Und wie hätte man dieses W-Pattern hier mit ATR getradet? Wir zoomen hier mal rein und machen hier unseren ATR auch mal ein bisschen kleiner. Beziehungsweise ziehen das mal hier nach unten. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie man jetzt das W-Pattern tradet, dann haben wir hier auf jeden Fall unsere Neckline schon eingezeichnet. Und wenn wir über der Neckline schließen mit der ersten Kerze, dann könnte man beispielsweise schon
die das W-Pattern traden. Das ist eine Möglichkeit, um das W-Pattern zu traden. Ich habe hier nochmal eine EMA 50 eingezeichnet. Wir sind hier mit dieser Kerze auch nochmal über der EMA 50 geschlossen, also doppeltes gutes Signal, W-Pattern ausgelöst und über der EMA 50. Hier spielen noch andere Faktoren mit rein, aber ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Das heißt, hier sind wir über der EMA plus wir sind über der Neckline. Hier könnte man theoretisch seinen Trade starten. Und das wäre dann bei 385, also 1.0385. Wir achten hier auf diese Zahlen. Hier die Neckline wäre bei 1.0381. Ja? Die letzte Kommazahl müssen wir jetzt erstmal nicht beachten. So. Hier wäre unser Start des Trades. Und wie würden jetzt manche Anfänger hier ihren Stop-Loss setzen? Ja, die würden vielleicht sagen, okay, ich will maximal 10 Pips verlieren. Wir schauen mal, wo sind denn 10 Pips schon vorbei? Und 10 Pips wären hier schon vorbei. Gut, jetzt wird der Anfänger sagen, okay, der Stop-Loss hier wäre vielleicht ein bisschen zu eng. Ich will maximal 20 Pips verlieren dürfen. Ja? Dann ziehen wir von hier unten nach unten und schauen, okay, 20 Pips wären hier schon vorbei gewesen. Auch hier wäre der Anfänger bei dem W-Pattern ausgestoppt worden. Wie würde ich jetzt mit Hilfe des ATR meinen Stop-Loss setzen? Ich würde den ATR natürlich einstellen, dann ihn auf die Länge 14 belassen. Und normalerweise wäre das natürlich in den Echtzeitcharts jetzt hier keine weiteren Candles. Das heißt, normalerweise würde uns hier unten der ATR bereits für die aktuelle Candle angezeigt werden. Jetzt können wir aber schauen. Wir sind hier eingestiegen und hier war der ATR dann ungefähr, jetzt müssen wir hier einmal ein Kurslabel reinmachen, jetzt war der ATR hier ungefähr bei 17 Pips. Das heißt, wir sind hier bei mindestens 17 Pips. Was ich aber gerne mache, ist, ich nehme den unteren Körper der Kerze. Das heißt, wir zeichnen das Ganze hier nochmal mit einer horizontalen Linie ein. Wir sind hier eingestiegen und wir nehmen hier mindestens den unteren Körper unserer Kerze, sind hier bei 1,0369. Und dann machen wir ganz, ganz schnelle Mathematik. Das heißt, wir nehmen hier 369 minus unsere 17 Pips aus dem ATR und das Ganze sind 352. Das heißt, hier würde unser Stop-Loss dann bei 1.0352 gesetzt werden und das Ganze wäre hier unten. Das heißt, unser Stop-Loss würde ungefähr hier sein und wir sehen hier wären wir nicht ausgestoppt worden. Wenn unser Stop-Loss jetzt hier wäre, dann hätten wir natürlich hier erstmal unseren Stop-Loss, das machen wir mal in Rot. Das heißt, wir hätten hier unser Risk-Ratio von ungefähren, das können wir ja mal ganz kurz nachmessen, von ungefähren 32 Pips, die wir hier verlieren. Das heißt, wir brauchen mindestens 32 Pips auch nach oben, damit wir einen 1:1 Risk-Reward-Ratio haben. Ja, und wo sind wir eingestiegen? Bei 1.0385. Das heißt, wir machen hier auch wieder ganz, ganz simple Mathematik. 385 plus wieder unsere 32 Pips, die wir mindestens haben müssen, um ein 1,1er Verhältnis zu haben. Und dann sind wir bei 417, also bei 1.0417. Und da zeichne ich jetzt auch nochmal eine horizontale Linie rein und das ist ungefähr hier. Das heißt, hier wären wir bei einem Risk-Reward-Ratio von 1:1. Das machen wir jetzt nochmal in grün, so können wir das besser sehen, was unser Risk-Reward-Ratio hier wäre. Wir sehen schönes Risk-Reward-Ratio von 1:1, wir wären nicht ausgestoppt worden und wir hätten hier auf jeden Fall unseren Take-Profit, der dann hier oben wäre, getroffen. Jetzt haben wir hier aber einen W-Pattern, das heißt, wie wir wissen, den W-Pattern, da ziehen wir die Trendlinie von unserer Neckline unten bis hin, kopieren und ziehen das Ganze auf unsere Neckline. Das heißt, wir hätten hier sogar ein besseres Risk-Reward-Ratio als 1:1 gehabt, sondern eher sowas wie 1:1,5.
Das heißt, wir hätten hier dann unsere Take Profit gehabt und wir sehen auch, dieser wäre hier ganz, ganz klar in der ersten Bewegung nach oben sogar noch mitgenommen. Das heißt, wir hätten hier sogar noch ein besseres Risk-Reward-Ratio gehabt. Wir wären trotzdem, obwohl wir einen kleinen, also wir hätten einen weiteren Stop-Loss gehabt, das heißt auch ein gewisses höheres Risiko oder einen höheren Verlust, aber wir können hier auf jeden Fall mit einem immer noch sehr, sehr guten Risk-Reward-Ratio rausgehen und wir wären hier nicht ausgestoppt gewesen. Das heißt, der Anfänger, ja, der wäre ja ausgestoppt gewesen und hätte hier einen profitablen Trade verpasst und der Profi, der mit ATR gearbeitet hat, der hat hier auf jeden Fall den profitablen Trade mitgenommen, weil er einen tieferen Stop-Loss gesetzt hat und hier den ATR dazu genutzt hat, um hier einen besseren Einstieg zu bekommen und hier ein besseres, ja, Positionierung im Markt zu haben. Ich will dir jetzt nochmal zeigen, wie man den ATR nutzt, wenn man gerade im Live-Chart ist. Das heißt, wir haben uns ja eben ein Beispiel aus der Vergangenheit angeschaut und wir sind jetzt mal live im Euro-Schweizer Franken und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir hier unseren Chart bzw. unseren Trade starten wollen bei 9868. Den letzte Kommastelle lassen wir mal weg. Das heißt, wir haben hier 9868 und wir haben einen ATR von 19 Pips. Das heißt, wir schauen uns hier die letzte Kerze an. Die hatte hier ihr Hoch bei 9886 und das heißt, wir rechnen hier 9886 plus unsere 19 vom ATR, damit wir hier einen sicheren Stop-Loss haben, der möglichst nicht ausgestoppt wird. Ja, und dann haben wir hier 9904 und dort tragen wir dann unseren Stop-Loss ein. Ich habe das schon mal hier gemacht, der wäre dann hier oben. Unser Risk-Reward-Ratio sähe dann ungefähr so aus, das heißt, hier wäre unser Stop-Loss und damit wir mindestens ein 1:1er Risk-Reward-Ratio haben, wäre unser Take-Profit dort unten. Dies ist natürlich jetzt ein aus der Luft gegriffener Trade, das heißt, ich wollte nur noch mal zeigen, dass man hier unten den ATR sehr, sehr gut nutzen kann, um so einfach und schnell seinen Stop-Loss zu finden und hier einen Stop-Loss auch zu nutzen bzw. zu haben, der hier möglichst nicht ausgestoppt wird und wir dann in unseren profitablen Bereich reinkommen können. Auf diese Art und Weise nutze ich also den ATR, um meinen Stop-Loss sicherer zu platzieren. Natürlich wird mein Stop-Loss dann größer als ein normaler Stop-Loss und ich lasse mehr Verluste zu. Trotzdem gewinne ich dann theoretisch gesehen auch mehr Trades und habe natürlich auch mehr Gewinne. Das heißt, meine Risk-Reward-Ratio muss mindestens 1:1 sein. Je nach Situation kann man den ATR natürlich auch in der Länge bzw. der Periode umstellen. In diesem Video habe ich die Periode 14 genutzt. Bei manchen Situationen macht vielleicht eine Periode 7 oder eine Periode, die höher als 14 ist, mehr Sinn. Das kannst du dann für dich selber in deinem Trading einbauen. Falls du den ATR noch nicht verstanden hast und noch nicht verstanden hast, wie man ihn zu 100% anwenden kann und in sein eigenes Trading einbauen kann, dann schau das Video einfach nochmal. Falls du den ATR aber verstanden hast, lass dem Video auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da und kommentier unten für den Algorithmus. Bis zum nächsten Video. Ciao.